Pressekonferenz nach dem sehr, sehr denkwürdigen Regionalliga-Spiel zwischen der Preußen Münster und unserer SGB. Endergebnis nach einem unglaublichen Spiel 4:5 vor 2709 Zuschauern. Ich begrüße die beiden Cheftrainer neben mir, Sascha Hildmann, und für unsere SGW Christian Pritschow. Und ich darf Herr Hildmann zum Statement zum Spiel bitten. Ich glaube, wenn man das ganze Spiel jetzt mal richtig analysieren würde, würden wir morgen noch da sitzen, weil es so viel passiert ist und so viele Tore geschossen wurden. Man muss jetzt mal ein bisschen runterkommen jetzt. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, wir haben gerade in der ersten Hälfte echt eine gute Leistung gezeigt. Mit der ersten Torschance direkt das 1:0 erzielt, das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten kompakt bleiben, wir wollten in guten Umschaltmomenten nach vorne kommen, haben uns auch mit dem zweiten Tor dann belohnt. Machst einen Elfmeter zum 3:0. Ja, und dann machst du den Gegner stark, weil er einen Elfmeter verursacht und totaler Quatsch ist. Du kriegst das 3:1 und machst dann vor der Pause noch das 4:1. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen, denkst du, in so einem Spiel. Und dann musst du dann wechseln, weil Thomas Koch gelb gesehen hat in der ersten Halbzeit und wir wollten immer nichts riskieren mit einer gelb-roten Karte. Deshalb haben wir da getauscht. Gehen dann in die zweite Hälfte rein. Gegen direkt schon wieder einen Elfmeter, wenn wir uns selbst in Schwierigkeiten bringen und den Ball nicht sauber klären. Ja, und dann nimmt so ein Spiel auch mal Fahrt auf. Ne? Und dann ist Sandenschein wieder stärker geworden, macht das 4:3 und dann natürlich noch in der Nachspielzeit ist 4:4. Dann habe ich so gedacht, oh, die haben die letzten zwei Spiele auch so gewonnen, beziehungsweise sich noch belohnt. Aber diesmal konnten wir Gott sei Dank den Schlusspunkt setzen mit einem Tor 5:4, wo natürlich dann alle aus dem Sattel gehen und hier unsere Fans wahnsinnig gefeiert haben. Ich glaube, es war für die Zuschauer echt ein sehr schönes Spiel für uns Trainer, also für mich. Ein Wahnsinnsspiel. Wir haben keine gute zweite Halbzeit gespielt, also wirklich eine schlechte zweite Halbzeit. Und sind Gott sei Dank mit dem Sieg noch belohnt worden, fahren jetzt nach Hause, freuen uns wahnsinnig über den Sieg, das muss ich schon sagen. Das ist ein sehr wichtiger Sieg auch. Und manchmal können so sich Siege auch nochmal ein bisschen beflügeln. Ich hoffe, es trägt uns jetzt weiter. Das war das dritte Spiel in dieser englischen Woche. Man hat gemerkt, dass wir gerade hinten auch so ein bisschen platt waren, die Spieler ein bisschen kaputt waren. Und deshalb jetzt erstmal regenerieren, mal sammeln, morgen das Spiel analysieren, nicht ganz sauber im Training und dann mal über die verschiedenen ansprechen. Aber freuen tun wir uns sehr und feiern tun wir uns auch. Also das war echt ein Wahnsinnsspiel. Danke. Herzlichen Dank, Hausmann. Christian, so kurz nach dem Abzug, was sind deine Anfragen zu dem Spiel heute? Ja, dieses Spiel passt 1:1 zu der zurückliegenden Woche. Am Montag vor der Jahreshauptversammlung hatten wir zwei Verletzungen im Training, was man den Jungs dann auch angemerkt hat, als wir rübergefahren sind zur Versammlung. Dann hat sich bei Kasa bestätigt gehabt, dass er raus musste. Bei Kim hatten wir dann schon wieder Hoffnung am Dienstag, so dass die Gefühlslage dann schon wieder besser wurde. Aber es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Dienstagabend hat der Kami den Nasenbeinbruch. Und auch das stecken die Jungs weg. Und das passt zu dieser Woche, dieses Spiel. Ich muss meinem Kollegen widersprechen. Münster hat uns nicht stark gemacht. Wir waren von Anfang an stark. Das Halbzeitergebnis von 1:4, das sind unsere eigenen Fehler. Da müssen wir uns auch ganz klar in die Nase packen. Da brauchen wir über nichts anderes zu reden. Dass wir da wirklich mit 3 Toren zurückliegen nach dieser ersten Hälfte, passt zu dem Spiel überhaupt nicht. Ich finde, wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Wenn du 1:4 zurückliegst, musst du dich eigentlich für bekloppt erklären lassen, stehe ich aber zu. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns gesagt, wir versuchen ranzukommen. Und wenn wir rankommen, ist hier noch was möglich. Und mit dem 2:4 waren wir dann wieder im Spiel, kriegen dann die gelb-rote Karte. Ja, sage ich jetzt nicht zu, weil ich nicht den richtigen Einblick habe, muss ich mir im Video ansehen, ob man da wirklich zweimal gelb zeigen muss. Was ich, glaube ich, ganz klar gesehen habe, war ein dritter Elfmeter für uns. Ein klares Handspiel im 16er, wo er in Torhütermanier den Ball abwehrt. Da muss man dann auch einfach mal einfordern, wenn dreimal Elfmeter ist, ist dreimal Elfmeter.
Nichtsdestotrotz haben wir das 3-4 und das 4-4 gemacht. Und dass wir dieses Spiel dann verlieren, ist der individuellen Klasse der Preußen zuzuschreiben. Wir hätten diesen Punkt mehr als verdient gehabt. Ich glaube, das können wir mit Fug und Recht behaupten. So schizophren ist Fußball. Die letzten zwei Wochen hatten wir gar nichts verdient, noch nicht mal Dreck unterm Fingernagel. Da holen wir 6 Punkte. Heute bin ich der Meinung, hätten wir alles verdient gehabt, stehen mit nichts da. Das ist Fußball, das ist das Miese, das ist das Schöne an diesem Sport gleichzeitig. Aber so ist es nun mal und deshalb lieben wir eben auch so. Und wir werden zurückkommen und danke für diesen Support heute. Überragend.